uns eine besondere Ehre, dass hier heute unser hessischer Wirtschaftsminister, Herr Al-Wazir, auch dabei ist und der Präsident der Industrie- und Handelskammer in Frankfurt, Herr Kasper, und auch gleich ein paar Worte noch an Sie richten möchte. Das große Glück, das will ich ausdrücklich sagen, dass Ihr Praxisanteil nochmal besonders hochwertig ist, weil Sie nicht nur in Ihrem Betrieb sind, sondern bei der Provadis auch einen Praxisanteil nochmal zusätzlich bekommen, der dazu führt, dass Sie, wenn Sie Ihre Ausbildung erfolgreich absolviert haben, im Prinzip in alle Wege offen stehen. Ich weiß ja, wie groß die Erfolgsquote hier ist, dass die Unterstützung, die Sie hier bekommen werden, auch dazu beitragen wird, dass Sie am Ende diesen erfolgreichen Weg gehen können. Also ich fand den auf jeden Fall sehr gut, den Welcome Day. Ich fand den Welcome Day in Provadis sehr interessant, sehr amüsant auch. Es gab sehr viele Aktivitäten, die ich nicht gedacht hätte. Ich fand, er war sehr schön organisiert. Also man hatte genug Zeit auch mal miteinander zu reden, sich kennenzulernen, direkt mal neue Kontakte knüpfen. Ja, hat Spaß gemacht, vor allem weil man halt auch wirklich viele neue Leute schon kennengelernt hat und sich connected hat. Schön, eine Menge Leute, eine sehr gute Stimmung, gute Musik, eine sehr, sehr viele Informationen, ein bisschen zu viel, würde ich sagen. Am besten hat mir gefallen auf jeden Fall die Band, die da war. Die hat nämlich gute Stimmung gemacht. Ich fand den Welcome Day sehr gut. Ich habe sehr viel Infos bekommen über Provadis und ich freue mich jetzt auf meine Ausbildung ab Montag. Der Welcome Day hat eine ganz besondere Bedeutung. Es ist der erste Tag von fast 500 Menschen, die heute hier ihren ersten Tag der Ausbildung haben. Gemeinsam mit unserem Partnerunternehmen ist es uns wichtig, diesen Tag besonders schön, besonders interessant zu gestalten. Sie lernen heute erstmalig ihre neuen Mitauszubildenden kennen. Sie lernen uns kennen, ihre Ausbilderinnen und Ausbilder und diesen neuen Ort, der für sie der Ort sein wird, für ihre jetzt 3- bis 3,5-jährige Ausbildung.